in der Mannschaft und Lilia Podkopajewa startet jetzt am Boden für die Ukraine. Doppelseite vorwärts, aus einer Vorwärtsakrobatik heraus, das sieht man im Frauenturm selten. Vorwärtssalto wesentlich schwieriger als der doppelte Rückwärts. Wieder diese gestreckten Salti vorwärts mit eingelagerter halber Drehung. Und sie kann es verkaufen. Das wirkt gut. Die Puste für die letzte Reihe. Lilia Podkopajewa. Die Musik treibt sie nach vorn und Sokahara gebückt. Ja, sie war noch in der, auf der Matte, noch nicht über die Begrenzung. Fabricova erhielt 9,8 am Balken. Das trage ich noch nach. Höchste Wertung, glaube ich,